Boogie Park Studio in Altona. Und ich habe Zack mitgebracht. Er hat seine Gitarre dabei. Und ich singe euch jetzt einen Song. Cry Cry, meine erste Single. Yeah, when she was a young girl, play with me. I was her best friend. We weren't separately. Luciana, du startest gerade mit deiner Solo-Karriere durch. Beschreibe doch mal den Alltag. Also im Moment bin ich viel unterwegs, war viel auf Promotour oder bin viel auf Promotour. Das heißt, ich bin ständig unterwegs, viel auch in Paris, in Berlin, bei Radiosendern und singe dann meine Songs. Im Moment fängt ja jetzt auch die Festivalzeit an. Da bin ich viel auf Festivals. Wir proben viel mit der Band und ich spiele viel live, perform viel live. Was war das Besondere an der Zusammenarbeit mit Peter Fox, Seed und Fettes Brot? Das Besondere an der Zusammenarbeit war, dass ich natürlich erstmal das machen konnte, was mir viel Spaß bringt. Tanzen war ja immer meine erste große Liebe und ich habe Choreografien gemacht für Seed und dann auch für Fettes Brot. Und mit solchen Bands zusammenzuarbeiten war natürlich cool, weil ich viel kreativen Freiraum hatte. Also ich konnte eigentlich das machen, worauf ich Bock habe. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Und dann sind es natürlich auch coole Bands. Also mit Seed war ich dann auch auf Festivaltour. Und gerade Seed haben mich auch musikalisch auf jeden Fall auch beeinflusst. Und sind gute Freunde von mir. Und die Jungs von Fettes Brot hier aus Hamburg, natürlich auch total cool. Es war einfach schön, dass ich das machen konnte, was mir Spaß bringt. Jetzt machst du dein eigenes Ding. Woher nimmst du die Inspiration für deine Texte? Aus meinem Leben. Meistens sind es Dinge, die mir wirklich passiert sind oder ja, die mir passiert sind oder die Freunden von mir passiert sind in meinem näheren Umfeld. Kleine Anekdoten aus meinem Leben. Vielen Dank. Everything's alright.